Bei der Ferritinmessung im Blut gibt es ein großes Problem. Es gibt nämlich vier verschiedene Messmethoden, die unterschiedliche Resultate abgeben. Leider geben die Laboratorien beim Resultat nicht an, nach welcher Methode gemessen wurde. Die Swiss Iron Health Organization SAIHO fordert eine Deklarationspflicht, damit wir Ärzte wissen, wie Ferritin gemessen wurde, damit wir die Dosierungsformel richtig anwenden können. Sobald wir nämlich wissen, nach welcher Methode gemessen wurde, können wir auf die von SAIHO favorisierte Messmethode umrechnen und unsere Formel korrekt anwenden.